Oha, wir bekommen mal was live mit rein. Gehe ich mal rein. Gleich mal zu Beginn der Aufnahme und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich will mal gleich selber angreifen, aber ihr habt es ja schon im Titel gesehen. Ne, habt ihr eigentlich noch nicht gesehen. Jo, Base verdaddelt, würde ich auch mal so sagen. Ich habe echt mal was verpasst. Ist mir schon länger nicht passiert. Ich meine nicht, weil ich es nicht gemacht habe oder so, aber ich habe es echt vergessen. Denn ich bin hier im Clankrieg beim Clan, klar, Free to Play. Und bin hier auch mit zwei meiner Accounts dabei, einen kleinen Zehner. Ich habe mich doch irgendwie durchringen lassen, dass wir hier doch ein bisschen spielen. Also ich kann eigentlich nicht die bestrafen, die jetzt unbedingt Clankriege spielen wollen und so lange warten lassen, bis dann die anderen 30 auch mal wieder irgendwann grün erscheinen. Deswegen habe ich gedacht, komm, start's einen Zehner, nimmst denn mal die Lela mit. Ja, aber Lela hatte noch ein kleines Problem. Könnt ihr euch sicherlich daran erinnern, habe ich ja vor kurzem so ein bisschen was mit gedreht und noch gar nicht so lange Rathaus 10, aber noch eine Base gesucht gehabt und das Dusselige war, das ist auch eine schöne Verteidigung hier, würde ich sagen, ne? Ja, eine richtig schöne Verteidigung vom Tutmoses. Ich glaube, hier kann man immer so mal die Bases ruhig einblenden lassen. Das ist jetzt nichts, was jetzt so Top Secret ist hier. Aber das ist eine schöne Verteidigung hier, einen einzigen Stern für den Angreifer und vom Clan Aero Clan. Viel haben wir auch noch nicht gemacht. Aber das war eine schöne Def, würde ich sagen. Aber was ich vergessen habe, das ja, habe ich eigentlich erst gesehen, als ich es gesehen habe. Ich habe einfach eine Base vergessen zu bauen. Das ist nämlich noch eine Rathaus 9 Base. Mir ist es jetzt eben erst aufgefallen, denn wenn man denn mal hier reingeht, dann macht einem eigentlich das hier schon aufmerksam. Achtung, hier fehlt was. Ja, hier unten fehlen nur. Was fehlt denn hier eigentlich? Nur Layout kopieren, Layout bearbeiten. So ein paar Büsche und Bäume. Achso, das ist eine 10er Base. Okay, das ist ja eine 10er Base. Aber hier auf der anderen Seite, da fehlen auch Gebäude. Und wenn ich jetzt mal in die Kriegsbasis reingucke. Jo, da fehlen Gebäude, ganz klar, ohne Ende nämlich. Das sind nämlich alles drei 9er Bases. Also ich brauche dringend eine Rathaus 10 Base. Aber das, was ich ganz gerne mit euch machen möchte, ich möchte ganz gerne mit euch angreifen. Ich kann mich nur nicht entscheiden. Okay, die 8 ist geblockt, die können wir uns mal gerade angucken. Ist auch ein frischer Zehner, der Defli, der sich die markiert hat. Okay. Dann gucken wir mal zwei höher. Oh, Boxbase. Okay, große Boxbase, altes Design. Queen ist ein bisschen doof da unten. Mal sehen. Clanburg haben die alle drin. Alles klar. Und okay. Ja, die sieht schon wieder ein bisschen anders aus und hat da vor allen Dingen Multi. Und die Queen hüppelt darum. Okay. Das sieht eigentlich ganz stabil aus, würde ich sagen. Die sieht ganz stabil aus. Ich glaube, wir nehmen mal die 6er. Ich glaube, wir bauen mal für die 6er. Obwohl die 7er auch nicht schlecht ist. Aber ich nehme mal ruhig. Könnte ich einen höher nehmen? Ich gucke mal, wo ist Barfuß denn aufgehangen? Oh, Barfuß ist ganz oben. Okay. Okay, Barfuß ist ganz oben. Dann könnte ich vielleicht doch einen runtergehen. Machen wir doch. Ich glaube, wir machen doch die Boxbase hier. Dazu muss ich jetzt erstmal alle meine Truppen verschwenden. Also nicht verschwenden, sondern. Damit gehe ich jetzt eben erstmal farmen und dann würde ich sagen, mache ich einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns zum ersten Angriff wieder. Vielleicht läuft ja in der Zeit noch irgendein Angriff, den ich für euch mitnehmen kann. Und das mache ich in jedem Fall. Also bis gleich. So, ihr Lieben, jetzt bin ich fertig. Ich meine, ich bin sowieso fertig, aber ich hätte fast schon wieder Stream starten gedrückt hier bei mir im Aufnahmeprogramm. Und ja, ich habe die erste Armee fertig. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Zweite Armee läuft auch schon. Klassische Drachenarmee. Aber ich habe gedacht, wir machen mal heute einen auf cool hier. Und jetzt muss ich aber eben mal gucken, ob ich nicht noch so einen Powertrank nehmen kann oder sowas. Denn Heldentrank und Armee auf 4 und die Bola habe ich nur auf 1. Okay. Das ist ein bisschen mau, muss ich sagen. Warte mal. Habe ich die echt noch nicht gelevelt? Okay, ich habe die Bola noch nicht gelevelt. Dann nehmen wir mal einen Trank. Dann nehmen wir mal einen Trank. Wir nehmen ruhig mal beide Tränke. Ne, wir nehmen mal den.
Und deine Armee würde einen Schub. Ja, genau so wollte ich es eigentlich haben. Und den Heldentrank, habe ich eigentlich auch Heldentränke? Mal gerade gucken. Ich habe auch Heldentränke. Mensch, die habe ich, ja, ich wirklich eher super, super selten genommen, diese Heldentränke. Also nehmen wir auch mal ruhig einen Heldentrank. Jetzt müssen wir das natürlich ein bisschen ausnutzen, dass wir die beiden Tränke auch sinnvoll dann einsetzen. Und dann würde ich sagen, gehen wir trotzdem rein. Wie ich mir das vorgestellt habe, ja, ihr wisst, ich habe eigentlich nie einen richtigen Plan. Aber hier ist mein Plan, dass wir hier rüberkommen. Hier mit der Maschinchen durch, gegenüber dem X-Bogen, wird natürlich ziemlich schwierig. Und dass wir dann vielleicht von hier so mit unseren Hoggies kommen. Müssen wir mal sehen, wie weit das reicht. Und wichtig ist natürlich, dass die Queen stirbt. Das ist das Wichtigste. Oder sagen wir mal so, das ist eins der wichtigen Sachen. Ich lasse erstmal die Golems hier laufen. Einen, zwei, ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei. Schnell die Karre hier mit rein. So, die können erstmal ein bisschen rennen. Das muss erstmal ein bisschen weg. Und jetzt müssen meine Helden damit reinkommen. Das machen sie auch. Sehr, sehr schick. So sollte das sein. Okay. Und bitte ein bisschen weiter mit in die Mitte laufen. Der King kann ruhig da rumlaufen. Das ist in Ordnung. Und irgendwann muss er jetzt mal die gegnerische Clanburg hier kommen. Das macht sie auch. Perfekt. Sehr schick. Wir nehmen mal schon mal den King hier so ein bisschen in die Zündung rein. Und müssen eigentlich jetzt gleich mit unseren Hogs kommen. Wir müssen jetzt schon mit unseren Hogs kommen. So, die machen wir auf. Die machen wir auf, damit dort die Queen vielleicht stirbt. Das sieht noch ganz gut aus. Queen ist weg. Perfekt. Die Queen ist weg. Hier muss ich hart heilen. Okay, oh, da ist das. Ah nein, jetzt habe ich ein Heil verdrückt. Ach. Jetzt habe ich da ein Heil verdrückt, Leute. Oh. Ich habe aber noch einen, okay. Easy. Easy peasy. Okay, clean up. Perfekt. Und habe sogar noch ein Gift über. Oh, meine Golems auch noch am Leben. Oh, sind die stark. Alter, sind die Golems stark. Okay. Mann. Sah gut aus, oder? Der Angriff war in Ordnung. Dann können wir den auch wegzwecken hier. Und noch so viele Hogs über. Meine Herren. Okay, der war in Ordnung. Oh, ich habe immer schon ein bisschen Schiss vor diesen Boxbases, kann ich euch sagen. Aber der dicke Finger wieder. Habt ihr gesehen? Zwei Heilzauber fast aufeinander. Aber ich meine, ich hatte auch vier Stück mit. Also von daher war das, glaube ich, in Ordnung. Drei Sterne für uns. Und na, da können wir weitermachen. Ich weiß nur noch nicht, gehen wir jetzt einen hoch oder gehen wir einen runter. Ich würde ja ganz gern auch noch diese Base machen. Das mache ich aber, glaube ich, mit der anderen Armee. So, lass mal eben schauen. Ein Verschnellerer. Und dann nutzen wir in jedem Fall unseren Boost aus hier, würde ich sagen. Nehmen den hier auch mit. Auch da würde ich wieder Schweinereiter nehmen. Auch hier würde ich Schweinereiter nehmen, Leute. Ich denke mal, das können wir ruhig machen. Und nehmen wir gleiche Armee mit. Die Drachenarmee nehme ich gleich kurz mal zum Farmen. Und dann kann ich schon mal anfordern. So hatte ich angefordert. So nehmen wir das auch wieder. Und hier nehmen wir auch ruhig wieder zwei Gift mit. Ich brauche nicht unbedingt einen Fries, glaube ich. Was die Clanburg angeht, aber vielleicht habe ich mal ein paar nervende Skelette. Aber ich hatte jetzt keine. Das heißt also, der Gegner hatte vermutlich dann ausschließlich die Luftfallen. Und sehr, sehr schön. Das freut mich. Ja, so kann Montag anfangen. Schöner Angriff vom Toti, aber auch schöner Angriff hier von Ramses. Ist alles in Ordnung hier. Ich denke mal, das wird ein knapper Clankrieg. Unten habt ihr ja gesehen, haben wir ein Rathaus 8 auf der gegenüberliegenden Seite. Wir haben ja nicht so niedrige Rathäuser hier zurzeit bei uns, glaube ich, in dem Clan. Ich meine, nehmen wir auch gar nicht auf. Oder kann sein, dass wir ab 8 oder so aufnehmen. Aber heute hat es übrigens ein bisschen gedauert. Eigentlich kommt in einer Viertelstunde schon mein Video raus. Es ist jetzt 13.45 Uhr, damit ich mal wieder ein bisschen transparent für euch bin. Und ich muss aber gleich erstmal in so ein paar Meetings rein. Und dann natürlich noch ein bisschen arbeiten, gar keine Frage, aber ich wollte jetzt die Gunst der Stunde mal nutzen, weil
Es ganz gut passt jetzt hier, denn nach 12 Stunden sind die Bases sowieso frei. Das heißt also, das betraf wieder ein bisschen die Regelung. Erster Angriff, dann und dann. Zweiter Angriff, ja, wie gesagt, nach 12 Stunden sind die Bases hier frei. Dann kann jeder angreifen, wie er möchte. Und keiner kann sich beschweren. Wieso hast du die Base gemacht? Die wollte ich machen. Ich meine, wenn jemand eine Base machen will, dann soll er sich die gefälligst markieren. Und soll die dann auch zeitnah angreifen. Es bringt nichts, eine Base zu markieren und dann nicht anzugreifen. Okay, live auf. Auf den Gegner. Auf Lela. Oh, scheiße. Okay. Entschuldigt bitte das Wort. Okay. Ach, ärgerlich, ne? Jetzt kommt er hier. Oh, das ist die Nummer 10. Das ist der Rathaus 8er, oder? Das ist ja der Rathaus 8er. Okay. Den lassen sie erstmal auf mich los. Alles klar. Habe ich ja noch mal ein bisschen Lack, würde ich sagen. Ja, ärgerlich. Ich meine, hier fehlt ja jetzt einiges in der Base. 2 Infernos und ich glaube, ein Bogenschützenturm, eine Kanone, ein... Oder fehlt das gar nicht? Weiß ich gar nicht jetzt. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist das keine Rathaus 10 Base. Und der holt sich hier einfach mal einen Stern schon mal von mir. Und mal sehen, ob die Luftabwehren auf Rathaus Level 9 Niveau die Drachen hier nicht aufhalten können. Oh, mein Babydrache verteidigt ganz gut da. Aber jetzt auch nicht mehr. Aber das hat trotzdem so, ich denke mal, 1-2 Drachen gekostet, dass der dort nicht ist. Aber ich habe schon einen X-Bogen, sehe ich jetzt gerade. Der ist immerhin schon mal abgedatet dort. Also ein bisschen höher sind wir schon. Ich muss dringend die Luftabwehren hochbringen. Das ist eigentlich immer so das Einzige. Aber ich glaube, auf 50% für den Kollegen hier zu kommen, ist schon enorm schwer. Schafft er auch nicht. Naja, okay, das war der 8er. Naja, das war jetzt der 8er. Aber das war der, den werden wir auch machen. Und jetzt könnte ich mich natürlich noch ein bisschen nach unten orientieren, aber das ist gleiche Base. Ach, das ist die gleiche Base. Der ist schon ein bisschen stärker. Der ist auch nur auf 2, der ist auf 4. Ärgerlich, ne? Den könnten wir genauso wegratzen, ne? Ich muss mal gerade gucken, wer hier unten denn eigentlich kämpft. Defli kämpft, okay. Auf Auto, Self, Meter, den kenne ich gar nicht. Und Magic Dragon kenne ich auch nicht. Image HD, Luke Eisenfaust. Ah, die Frage ist jetzt, was macht man tatsächlich? Was macht man? Nehme ich lieber den da unten? Oder nehme ich, nee, der Defli, der schafft den hier auch, denke ich mal. Ich muss mal gerade den Defli-Check machen. Einmal den Defli-Check machen, der ist auch frisch 10, habe ich mir die Tage sagen lassen. Wo ist denn der eigentlich? Oh, ist der weit weg? Also da ganz unten. Okay. Muss ich eben mal checken. Er hat schon 240 Truppen, okay. Aber hier seht ihr es, ist noch recht frisch. Und ihr habt im Moment Farmtruppen am Start. Okay, das ist nicht so gut. Ah. Naja gut, er hat sich die Base markiert, aber es ist eh alles frei. Also streng genommen kann ich den auch machen. Ja, auch wenn er jetzt markiert ist. Ich meine, er hat jetzt schon über 5 Stunden verstreichen lassen. Oder ich nehme halt den hier für was Sicheres. Weil dieser hier brennt mir jetzt nicht an. Der brennt mir nicht an, aber ich habe meine Armee jetzt gepusht und deswegen machen wir den auch gleich. Okay, so. Viel lange Rede, fast kurzer Sinn, kurzer Cut. Und dann bin ich gleich wieder mit der Armee am Start. Mein Boost ist weg, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe zumindest einen Angriff, glaube ich, gemacht oder zwei sogar. Nee, ich habe einen gemacht mit den Drachen. Ich habe sie halt verballert, aber leider ist jetzt mein Boost ausgelaufen von meinen Helden. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Mal sehen, ob ich das nicht doch mit den Helden hinbekomme oder sind die Helden wirklich 5 Level so ausschlaggebend. Ich habe mir den auch markiert und ich sehe gerade, da haben bei uns Leute angegriffen. 9 auf 10. Ist das dein Ernst? Es ist sein Ernst. Alter. Ich bin schon wieder fertig. Nächste Folge ist schon wieder am Start. Och, komm ey. Naja, egal. Was willst du machen? Okay, den nehmen wir mit. Gleiches Verfahren wie vorhin. Von wo ich die Hock schicke, weiß ich allerdings noch nicht, aber wir könnten ruhig einen hochgehen. Aber Mann, ey, ein 9er oder ein 10er gegen 8er. Boah, muss ich mich da schon wieder aufregen? Nee, ne? Nee, muss ich nicht.
Muss ich nicht. Wir gehen hier rein. Wir gehen da rein und wir gehen da rein. Hier rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier hinten nehmen wir mal einen. Oh, what? Du böser, du. Habt ihr das gesehen, was der da macht? Geht ja nun gar nicht, ne? Hat der Troll-Tesla in der Ecke, ne? Ja, da muss ich mal gucken. Nicht, dass ich mich da auch nochmal trollen lasse. Deswegen geben wir, glaube ich, mal nicht ganz so viel aus. Beziehungsweise, ich zünde mal hier meinen King. So, da kommt es nämlich jetzt gerade dicke. Da müssen wir, hier müssen wir doppelgiften. Und mal sehen. Na klar hat er da noch ein paar stehen. Sehr schick, okay. So, da vorne ist das hier. Das. Oh, jetzt habe ich natürlich den einen Gift hier verballert. So, mein King ist noch am Start. Ist da immer noch der Drachen? Ah, ne. Ich habe meine Queen schon gezündet. Okay. Und hier muss ich... Oh, ja. Seht ihr? Das ist nämlich das Doofe jetzt. Ich muss hier nochmal durchheilen. Ah, das ist das Doofe jetzt. Ich habe da nämlich nicht mehr ganz so viel... die Knabberskelette da. Und ich habe kein Gift mehr. Mal sehen, ob wir da nicht irgendwie mit den Magiern noch was machen können. Ob die da nicht irgendwie hinterherlaufen können. Ah, lauf da mal hinterher. So, hier hinten ist der Dicke. Und hat er denn noch einen Troll-Tesla hier auf Ecke? Hat er nicht. Okay. Oh, das wird eng. Oh, das wird nix. Shit. Ach, ärgerlich. Das wären eigentlich auch 3 Sterne gewesen, Leute, oder? Ah. Ich hatte ein bisschen Schiss in der Mitte wegen dem großen Drachen. Ach, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Man kann nicht alles haben. Und wir sind jetzt einen höher gegangen. Vielleicht mit 5 Heldenlevel höher hätte das Ganze vielleicht noch funktionieren können. Kann man nicht genau sagen, aber 90% nochmal gute Prozente, Toto. Naja, es war eh eine verkorkste Folge jetzt. Allein, dass ich schon meine Base nicht habe umgestellt. Das hier unten ist ja... Schau mal her, wie peinlich das ist. Ich muss mal echt jetzt mal gucken. Ah ne, das war ein 9er auf den 8er, ey. Ein Stern, ey. Okay. Na, mache ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt ganz normal in meine weiteren Meetings rein, schneide das Ganze nachher für euch zusammen und dann könnt ihr mir hoffentlich einen Daumen nach oben da lassen. Und ich hoffe, dass euch das Ganze trotzdem gefallen hat hier aus dem Clan Free to Play. 10 gegen 10. Ich werde jetzt auch nachher mal rüberspringen zum Clan Herausforderer. Da sind wir ja herausragend. 50 Leute, die da kämpfen, aber nur 15 im Clankrieg. Ich würde sagen, habt einen schönen Wochenstart. Bis dahin. Vielen Dank, euer Toto. Clasht.